Ja, wir sind jetzt hier eigentlich, ich würde sagen, fast im wichtigsten Part des Backstage-Bereiches, denn hier gibt es was zu essen und hier gibt es unter anderem die weltbeste Frikadelle. Das hat Sascha gestern gesagt über diese Frikadelle hier. Also es gab da noch mehr von, sonst wüsste er das ja nicht. Er hat da nicht nur so mal ein bisschen dran geknuspert. Ihr bekocht hier in einem Freibad auf einer Wiese mit einer, naja, sie muss funktionieren, die Küche, improvisiert natürlich. Ja, ganz bekannte Leute. Ist das was, was wirklich was Besonderes ist, wo man vorher dann ein bisschen mehr vielleicht einen kleinen Klops im Hals hat, als wenn man jetzt für Otto Normal kocht? Also Klops im Hals nicht mehr. Das war in den Anfängen so, dass wir uns da echt ein bisschen verrückt gemacht haben auch. Und da haben wir eigentlich auch ziemlich schnell gemerkt, dass das auch einfach nur Menschen sind. Und dass gerade die eben hier wirklich einfach nur gut bedient werden wollen. Und auch wenn noch so viel Schnickschnack in den Listen steht, dass die einfach wirklich hier nur sein wollen. Und von daher kann man eigentlich mit denen auf Augenhöhe arbeiten. Und das macht richtig Spaß. Wie schön ist denn, wenn man dann von so einem wie Sascha dann gesagt kriegt, die Frikadelle war super. Also ist dieses Feedback, bekommt man das immer und ist man dann froh, wenn es mal kommt? Also wir bekommen es eigentlich, oder wir haben es in der Vergangenheit immer bekommen. Das tut auch gut, weil wir machen das ja nicht alltäglich. Wir machen eigentlich ganz was anderes und haben damit angefangen, ohne irgendwie zu wissen, wie es eigentlich sein soll, und haben es nach unseren Vorstellungen gemacht und sind immer ganz froh, dass es gut ankommt. Und das ist auch ganz wichtig für die Künstler, weil die sagen, jeder Caterer vor Ort sagt mir, Mensch, heute kannst du doch mal so ein blödes Schnitzel essen. Und die sagen, das ist aber mein Leben. Ich muss jeden Tag dann diese Schnitzel essen und sind dann wirklich dankbar, wenn sie was bekommen, was echt noch irgendwie mit Herzblut gekocht ist und frisch. Und dann tut es auch gut natürlich, wenn man Feedback bekommt. Aber bis jetzt war das auch immer der Fall, gestern auch wieder. Ich glaube auch, also wenn es keine Catering-Listen gäbe, würden wahrscheinlich viele Veranstalter dann doch zur Currywurst und zur Cola und zum Billigbier vielleicht greifen. Insofern kann man es sicherlich verstehen. Stefan, das ist ja auch eine Logistik, die man hier auf so einen Rasen stellt, an so einer Ecke am Zaun irgendwie. Und hier müssen ja auch Geräte betrieben werden und so. Was steckt da so für eine Logistik hinter? Muss man wirklich vorher das ganz minimal planen irgendwie, dass man klarkommt mit Strom und so weiter? Nee, nur als wir das im ersten Jahr angefangen haben, hier zu tun, da hatten wir keine Ahnung davon, bis 4 Wochen bevor die Veranstaltung begann. Und da haben wir schon extrem improvisieren müssen. Also mittlerweile sitzen die Abläufe. Wir haben unsere mobile Küche von Jahr zu Jahr weiter optimiert, auch für andere Veranstaltungen. Haben auch für kommende Sachen schon die nächsten Pläne. Ich habe jetzt so ein Rollwägelchen in Auftrag gegeben für den Konvektomaten, dass man die Sachen also einfacher und besser transportieren kann. Ich bin jetzt zum Glück nicht der große Techniker. Für solche Sachen ist es leider so. Da haben wir dann immer hilfreiche Hände. Aber mittlerweile sitzt das eigentlich ganz gut. Und wir haben dieses Jahr einen Tag eher angefangen mit den Zelten aufbauen und lagen vom Zeitplan her spitzenmäßig. Und dann hat uns ja vorgestern fast noch das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht mit der Bühne. Da habt ihr ja auch drüber berichtet. Und von daher gesehen haben wir den Zeitplan ganz gut eingehalten. Jetzt kriegt man ja hier, denke ich mal, das Ganze etwas gefiltert mit, so neben der Bühne. Also man bekommt nicht die volle Ladung an Musik. Gibt es trotzdem was, was euch bislang so am besten gefallen hat? Vielleicht ein Konzert, was ihr halt so ein bisschen von der Seite mitgekriegt habt? Jetzt dieses Jahr oder generell? Generell? Am besten gefallen. Also was ich total witzig fand, waren gestern die Wohnraumhelden, weil das war einfach mal was ganz anderes. Ich musste allerdings auch rausgehen und gucken, um das echt so aufnehmen zu können, weil das war hier hinten schwierig, wenn man es nur hört. Und ansonsten, gut, extra breit haben wir noch von vorne geguckt, die waren nicht so anspruchsvoll beim Catering, da hat man uns noch nicht bestellt. Wen hatten wir dann? Und Gildo, ne? Gildo würde ich sagen, da freue ich mich auch gleich drauf. Also extra breit war natürlich spitze. Das hat damals richtig Bock gemacht. Und ich persönlich fand auch Nena ganz toll. Also Nena, wir haben so mehr oder minder in der Nachbarschaft gewohnt, 500 Meter auseinander. Wir haben uns zwar nie kennengelernt, aber es war für mich schon was Besonderes. Damals so Bravo-Zeiten, Nena, und jetzt war die dann hier. Das war auch so vom Anspruch her, ist ja vorher mit den Catering-Listen sehr kaputt geredet worden. Die waren sehr dankbar. Wir haben mit denen einen geilen Abend verlebt. Die haben ja irgendwann um 2:30 hier getrommelt. Ich war ziemlich besoffen vom Ramazzotti, den ich mit ihrer Schwester immer trinken musste. Und das war toll. Die haben sich persönlich bedankt und haben wirklich viel Spaß gehabt. Und die Musik war ein bisschen anders als das, was wir damals kannten, aber ich fand, das war so ein kleines Highlight. Und Gildo war spitze. Also da freue ich mich auch richtig drauf. Der ist easy und der macht richtig, richtig Stimmung. Ist auch schön, dass er im Stadttheater dann sein wird. Das finde ich toll, dass diese Verbindungen so ein bisschen mehr werden da. Also, SeeTV deckt auch auf,
mit Nena. Das war sehr angenehm hier. Die Catering-Liste ist abgearbeitet worden. Und es ging bis 3:30, bis drei, 3:30. Das ist doch dann ein netter Abend. Was ja keiner weiß, ne? Dieses Mondwasser, ne? Denkt nur an den Hengsteisee. Dass er die Flasche wieder sauber gekriegt hat von der Seepflanze. Ja gut, also das haben wir auch aufgedeckt. Wir sind mit Stefan und Geraldine hier im Allerheiligsten in der Küche und wir sehen, es funktioniert bestens.